Ja, hier hat sich heute Abend auf der BAB1 ein Verkehrsunfall ereignet. Das ist die Fahrt Richtung Bremen, Richtung Hamburg, Höhe der Ortschaft Gium. Und aus bislang noch ungeklärter Ursache ist hier ein LKW von der Fahrbahn abgekommen. Und der Fahrer war misslich in seinem Führerhaus drin. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Fahrer aber zügig aus seiner misslichen Lage befreien. Und dieser wurde dann nach der ersten ärztlichen Versorgung noch in der Fahrerkabine an den Rettungsdienst übergeben. Ja, die Fahrerkabine war komplett vom Fahrgestell abgetrennt. Mit den entsprechenden Hilfsmitteln wurde die Fahrertür dann hochgehebelt und fixiert, um hier eine möglichst schonende Rettung für den Patienten entsprechend herbeizuführen.